wusste, dass das passiert. Och nö. Ein Lappen. Damit kann ich irgendwas sauber machen. Ein Schlüsselkasten? Abgeschlossen. Das war ja klar. Ach so. Ich hätte mir bestimmt mit dem Bein den Schlüssel holen können. Was kann der Knopf? Da steht, ich habe noch nicht genug Schrott geladen, um die Weichen zu verstellen. Halb so wild. Ohne Goal kann ich hier eh nicht weg. Mhm. Aussteigen. Knopf, mein Bike. Dann gehe ich in die Tunnelpassage. Ah ja. Was macht der? Rotes Licht. Da ist ein Knopf. Oha, es ist tatsächlich ein Geheimgang. Wohin der wohl führt? Aha. Ganz groß. Gut. Ich schätze ja mal, ich kann mir mit dem Bein vom Skelett den Schlüssel noch holen. Hoffe ich jedenfalls. Nein, passt nicht. Und wieder bin ich dem Geheimnis des seltsamen Schlüssels einen Schritt näher gekommen. Guck mal. Brauche ich gar nicht. Ich komme da so dran. Und ich sollte das abwischen. Sauber. Jetzt habe ich einen Lappen mit Alkohol. Mhm. Wofür auch immer. Ich schätze mal, hierfür? Hallo, kommst du öfter hierher? Jetzt habe ich einen Spiegel. Der Kasten ist zugeschraubt, so. Als könnte naive... Dafür muss ich an den Werkzeugkasten. Da ist bestimmt das Werkzeug, um den aufzukriegen. Da rein. Schlüssel. Jawohl, da ist der Sechskantschlüssel. Dann gehen wir wieder los. Am besten direkt nach draußen. Nach unten. Gut. Dann auf dem Wege. Dann können wir den hier aufmachen. Da ist die Sicherung für den Kran. Das muss der Sicherungskasten für den Signalmast sein. Gut, ist wieder zu. Kann ich den Schnaps nochmal trinken oder ist jetzt leer? Und was wird das jetzt? Ich kann mir keine entstellenden Infektionen, also lass das bitte sein. Okay. Gut. Keine Ahnung. Kann ich den Insexkant vielleicht auch noch hier benutzen? Mist. Ich brauche wohl doch... Okay. Gehen wir nochmal nach oben. Keine Ahnung, was jetzt hier... Yep, alles klar. Nudelrezepte zu lesen ist kein Problem für mich. Na, ja, für mich auch nicht, aber es ist kein Nudelrezept. Ich könnte gerade nicht mal sagen, wo ich hier bin auf der Tafel.
Egal. Ich versuche jetzt erstmal Goal, glaube ich, zu holen. Weil den Kran können wir jetzt ja bedienen. Zum Kran, bitte. So, die Sicherung müsste dann da rein. Es funktioniert. Es funktioniert wirklich. Gott sei Dank. Jetzt nur noch Goal in das Mainbike hieven und wham. Wo ist das Mainbike? Mist. Ich wusste, ich hab was vergessen. Das muss dahin. Jetzt stehe ich schon wieder auf dem Schlauch. Also muss ich ja da drin irgendwas machen können. Sodass ich mit dem Mainbike hier hinkomme. Dafür muss ich diese Weiche verstellen. Was kann der Hebel? Licht ausmachen. Und nu? Da steht, ich habe noch nicht genug Schrott geladen, um die Weichen zu verstellen. Halb so wild. Ohne Goal kann ich... Aber Goal fehlt ja auch noch. Hä? Ach, ich kann wieder fahren. Yippie! Oh, schon wieder der Hebel! Ich blick grad gar nichts. Was ist denn, wenn ich das Licht da wieder reinschraube? Habe ich noch nicht so ganz verstanden. Darf ich hier dann nicht mehr langfahren? So, aufsteigen, losfahren. Yippie! Oh, schon wieder der Hebel! Das raff ich nicht. Was mache ich denn mit dem ganzen Kram jetzt noch? Nee, Markus. Keine Ahnung, kann ich dir auch nicht sagen. So, wenn ich jetzt... Kann ich das Licht da reinmachen? Hier ist es hell genug. Ich kann alles sehen. Hebel, Rangierhaus, großer, ruhig atmender Schatten im Tunnel. Alles. Ein echter Profi erkennt sofort, was hier fehlt. Das nämlich schon mal nicht. Ja, wow. Leg den Hebel um. Ich glaube, ich muss nochmal zu dem Professor mit dem quatschen.
muss ja irgendwie diesen Hebel. Irgendwas muss damit ja funktionieren. Will der vielleicht irgendwas haben? Hallo! Hm? Was? Oh, hallo! Frauen brauche ich nicht mehr, das Ding haben wir. Ich habe noch mehr interessante Herausforderungen. Immer her damit. Zu schwer? Meine Freundin ist zu schwer. So, so. Na, da habe ich genau den richtigen. Ja, halt dich von ihm fern. Ja, lass die Finger von... Da holt man sich nur ein... ist sonst noch... Hm. Nichts, was ich nicht auch allein in den Griff bekomme. Sehr gut. Selbst DIY. Nee. Ich muss dann mal wieder. Also, mach's der hilft gut. Mir nicht. Und nie ohne Schutzbrille. Ob die vielleicht sogar verschiedene Funktionen haben? Oh, warte mal. Was ist denn, wenn ich die andere Lampe hier reinschraube? Habe ich da ein Licht drin zum Hingehen? Gib mir mal die rote Lampe. Autsch, heiß! Aha. Aber die... War die eben auch an, als ich hier durchgefahren bin? Mal ausprobieren. Ja, okay, Yippie! Das spielt keine Yippie! Rolle. Oh, schon wieder der Hebel! Tunnelpassage. Das ausmachen. Runtergehen. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt irgendeinen Unterschied macht, ob welche Lampe da drin ist. Aber die hätte ich jetzt gerne. Dann möchte ich die da reinschrauben. Zurückgehen, das Licht anmachen. Und dann komme ich wieder her und gucke, ob ich dann Licht im Tunnel habe. Weil ich muss ja irgendwie durch den Tunnel durchgehen können, um diesen Hebel da umzulegen. So. Nach unten. Wieder dahin. Was eine Rumlauferei hier. Na, geh schon. Und jetzt zur Außenkurve. Junge, Junge, ist das dunkel. Zum Glück beherrsche ich die hohe Kunst der Sonarortung. Ich muss nur hören, wie... Ja, bla bla. Da bist du wieder. Hä? Wie blöd, dass der... Mal gucken, was passiert, wenn ich das da ranstecke. Schade. Gar nichts. Nicht fallen lassen, okay? Habe ich da jetzt Licht drin? Nein. Es ist immer noch zu dunkel für meinen Sonar. Blöd, dass der Scheinwerfer nicht um die Ecke leuchtet. Der Rahmen ist schäbig, aber ich mag das Motiv. Ich muss den jetzt irgendwie wieder hochmachen, ne? Das muss der Sicherungskasten für den Signalmast sein. Alter Schwede. Brauche ich diese Sicherung vielleicht nochmal? Damit der wieder nach oben geht?
zum Kran. Weil ich glaube, als ich die Sicherung rausgezogen habe, ist das Skelett, glaube ich, abgesackt. Ein Bauteil, das nur dafür... Als bräuchte man dafür ein extra Bauteil. Okay, die kriege ich nicht mehr raus. Boah. Dann vielleicht ein von diesen Dorsalstrom-Dingsbums vielleicht da reinstopfen. Es gibt ja auch nicht so viel, was ich hier machen kann. Und das hier blicke ich immer noch nicht so ganz. Hm. Kann ich den da reinbauen? Mal gucken. Wenn ich den Stromumkehrer hier einsetze, verhält sich das Signal genau umgekehrt zur Signallampe. Exzellent. Gut, dann habe ich doch jetzt Licht da drin. Das grelle Licht stabilisiert die Schallwellen. Ich kann im Dunkeln sehen. Autsch. Naja, egal, immerhin geschafft. Gut, ich habe einen Hebel. Ich habe eine Flasche. Zurück, zurück. Das ist einfach nur eine Kurve hier. Gut. Mit dem Hebel kann ich jetzt auf jeden Fall irgendwie die Weiche umstellen. Ich habe keine Ahnung, was dann passiert. Ich schätze mal, dann kann ich woanders hinfahren. Ne, nicht den, ach, den Hebel. Den brauche ich bitte. Okay, das geht. Ohne mein Bike passiert da nichts. Dann brauche ich jetzt mal mein Bike. Düsen wir damit mal los. Ich habe immer noch keine Ahnung, was hier was ist. Ob wir hier sind? Das macht aber keinen Sinn. Ich würde sagen, wir sind das hier. Und ich will wahrscheinlich irgendwo hier hin. Keine Ahnung, wir fahren einfach erstmal los. Das olle Kackding kann ich mir später noch angucken. Jetzt wende ich das einmal. Steige aus. Möchte den betätigen. Ich bin Profi darin, das Pferd von hinten aufzuzäumen. Aber in diesem Fall ist das Zaumzeug richtig rum. Das Pferd steht nur verkehrt. Och nö. Scheiße. Also, noch eine Runde. Gut. Jetzt aber. Ach, jetzt kann ich hier rausfahren. Perfekt. Manchmal ist das gar nicht so schwer, wie man braucht. Aber dieses blöde Weichenrätsel kommt garantiert noch. Gut. Jetzt kann ich Goal einladen. Und danach geht das Rätsel los. Weil ich dann genug Schrott geladen habe, um die Weichen verstellen zu dürfen. Das wird ein Kinderspiel. Lass sie bitte nicht fallen. Go! Oh Gott. Mist. Sag das doch. Was ist denn los? Ich bin doch sonst so lässig. Das sind bestimmt diese Minengase. Wie hält Doc das nur aus? Oh, am besten frage ich ihn mal. Ach so. Das wird ein Kinderspiel.
Ready? Go! Deep, deep, deep. Mist. Ach, na gut, okay, sie flutscht da raus. Ich bin doch sonst so lässig. Da sind wir hell. Also, nochmal raus. Zum Docklatschen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es passiertweise zu schwer ist, sondern weil es einfach rausflutscht. Es wird. Ja, wobei die Frage mit dem zu schwer. Es könnte vielleicht da oben mit dem Weichen nochmal spannend werden. Aber gehe ich ihn nochmal fragen. Hallo. Hm? Was? Oh. Hallo. Herausforderung, Thema Frauen. Hm? Ich habe noch mehr interessante Herausforderungen. Immer her damit. Doc, ich bin zu unruhig. Doc, ich bin zu unruhig. Aha. Das merkt man. Sieh dich doch nur an. Die Hände, die Augen, die Frisur. Hä? Du solltest etwas dagegen unternehmen. Unrast ist des Bastlers Tod. Wenn ich unruhig bin, dann meditiere ich immer. Meditiere? Ja. Probier's einfach mal aus. Also, leg dein Bein hinter den Kopf und fixiere einen Punkt am Horizont. Warte, ich mach's dir vor. Okay. Fixiere den Horizont. Danke für den Schnaps. Herrlich. Jetzt noch ein kleines Schlückchen Schnaps und... Rufus, weißt du zufällig, wo mein Flachmann abgeblieben ist? Nanu, eben stand er doch noch da. Ja, und jetzt guckt er da aus deinem Mantelsaum. Wie ist er denn da hingekommen? Also entweder hast du ihn eingesteckt, oder wir haben es hier mit Wurmlöchern zu tun. Hey, ich hab keine Wurmlöcher. Ich gehe mehrmals pro Woche zum Arzt. Jetzt mach mal halblang. Du kannst ja gerne einen Schluck abhaben. Das heißt aber nicht, dass du gleich die ganze Flasche umfüllen darfst. Dann drück dich beim nächsten Mal etwas genauer aus. Hm. Ja, okay. Hallo. Hm? Was? Oh. Ich habe noch mehr. Immer her damit. No. Hä? Könntest du mir nochmal zeigen, wie man meditiert? Aber na klar. Leg einfach dein Bein etwa. Ja, so. Und dann darf ich nicht die Flasche klauen, sondern jetzt fülle ich mir was ab. Lass ihn einfach auf dich wirken. Was ist denn los? Du fixierst ja gar nicht. Lass ihn einfach auf dich wirken. Danke. Und tschüss. Fixiere den Horizont. Lass ihn einfach auf dich wirken. Lass ihn einfach auf dich wirken. Kann ich die selber trinken? Was ist denn los? Du fixierst ja gar nicht. Lass ihn einfach auf dich wirken. Was ist denn los? Du fixierst ja gar nicht. Doc? Tja, er ist ganz in seine Trance versunken. Such dir einen Punkt am Horizont und fixiere ihn. Da ist nicht mehr viel zu holen. Lass ihn einfach auf dich wirken. Was mache ich denn jetzt mit einer gefüllten Flasche? Lass ihn einfach auf dich wirken. Was ist denn los? Du fixierst ja gar nicht. Lass ihn ein... Sei doch ruhig, Opi. Such dir einen Punkt am Horizont und fixiere ihn. Schon gar nicht mehr da und der quatscht immer noch. Ich habe ein Skelettbein. Ich habe noch einen dorsalen Stromumkehrer, 8-Kant-Schlüssel, die Signallampe und eine gefüllte Flasche. Ich habe Docs Fusel, die Quelle seiner ruhigen Hände und seines schlechten Atems. Ah, so trinkt er den. Ah, toller Jahrgang. Okay. Hilft mir das jetzt bei irgendwas? Kann er ja dadurch jetzt besser... ranfahren oder so?
Das wird ein Kinderspiel. Ready? Go! Diep, diep, diep. Nee. Mist. Was ist denn los? Ich bin doch sonst so lässig. Das sind bestimmt diese Minengase. Wie hält Doktor? Ach, am besten frage ich ihn mal. Ich wusste es immer. Man braucht kein Yoga, wenn man Erfindungsreichtum hat. Das soll jetzt gehen. Das wird ein Kinderspiel. Ready? Go! Diep, diep, diep. Okay. Mist. Was ist denn los? Ich bin doch sonst so lässig. Das sind bestimmt die... Wie hält Doc das nur aus? Ach, am besten frage ich ihn mal. Man soll kein... Wenn man vor... Ich soll meinen Fuß hintern Dings legen. Bis zum Horizont Tetanus glänzender Rost und ungesicherte Stromleitungen. Es wird Zeit, dass ich hier abhaue. Den Horizont anvisieren? Ich habe Docs Fusel, die Quelle seiner ruhigen Hände und seines schlechten Atems. Das wird ein Kinderspiel. Ready, go! Diep, diep, fällt er wieder runter. Diep, diep. Mist. Alter. Ach, verdammt. Was ist denn los? Ich bin doch sonst so lässig. Das sind bestimmt diese Minengase. Wie hält... Oh, am besten frage... Ich verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ich... Fuß hinterm Kopf und den Horizont anvisieren. Der ist ja nicht... Umsonst da oben. Ich verstehe das Rätsel nur nicht so ganz. Kann ich den Achtkantschlüssel dahin werfen? Da liegt nun wirklich schon genug Schuss. Ich kann doch irgendwo da. Wo bin ich denn? Das geht nicht, das geht nicht. Erneut zusammensetzen habe ich. Mein Bike in Betrieb nehmen habe ich. Was ist das? Weichenhebel an der Außenkurve finden. Finde einen Weg dorthin. Habe ich. Den Tunnel beleuchten. Habe ich auch. Ruhiger werden. Okay, ich muss ruhiger werden. Du visierst ja gar nichts an. Hm. Die bewusstlose Front hier ist ein Raum. Da muss man kein... Ja. Das wird ein Kinder... Aber... Go! Diep, diep, die wird wieder runterfallen. Diep. Mist, was ist denn los? Ich bin doch sonst so lässig. Das sind bestimmt... Wie hält Doc das nur aus? Oh, am besten... Bis zum Horizont. Es wird Zeit. Muss ich... Das wird ein Kind... Kann ich währenddessen irgendwas machen? Diep, diep, nee. Diep. Mist. Ach, ich kann währenddessen gar nichts machen. Was ist denn los? Ich bin doch sonst so lässig. Das sind bestimmt die... Wie hält... Oh, am besten... Muss ich noch irgendwas hinter den Sitz legen? Die gefüllte Flasche? Scherben bringen Glück, aber ich brauche kein Glück. Ich habe Sachverstand.